In Ihrem Vortrag haben Sie über Erwartungshaltungen im Hinblick auf wissenschaftliche Arbeiten gesprochen. Und in der Wissenschaft wird ja zunehmend auch in Form von Papers publiziert. Wie geht die Litteramerikaner denn mit Papers und Beiträgen in Sammelbänden um? Es ist eigentlich unterschiedslos. Wenn es sich um ein Fachbuch oder Sachbuch oder auch einen Beitrag zu einer Fachzeitschrift handelt, wird es gleichermaßen behandelt und hat gleichermaßen Anspruch auf eine Vergütung. Bei uns geht es darum, dass die Werke, sei es jetzt die Fachzeitschrift, in der der Beitrag erscheint, oder das Buch, in dem Sie Ihren Beitrag abliefern oder in dem er vervielfältigend verbreitet ist, dass der erschienen ist und in einer Bibliothek einsteht. Zu einer Vergütung kommen Sie, indem Sie das Werk anmelden, im Idealfall rechtzeitig, und dann haben Sie gute Chancen auf eine Vergütung. Wenn das Werk als E-Paper erschienen ist, kann man eigentlich nicht richtig sagen, sondern es ist dann öffentlich zur Verfügung gestellt, dann macht das mittlerweile keinen Unterschied mehr. Wir behandeln die E-Papers gleich wie die gedruckten Werkexemplare, und die Voraussetzungen sind gleich für Print wie auch E-Exemplare, und die Standorte, auf die es ankommt, ja, damit Sie an der Ausschüttung teilnehmen, die werden zusammengezählt, also Print-Exemplar und E-Paper. Sie haben vorhin noch angesprochen die Open Access Publikationsform. Genau. Diese berücksichtigen wir ebenfalls mittlerweile seit dem Erscheinungsjahr 2019, allerdings unter der Voraussetzung, dass es ein österreichischer Medieninhaber ist. Ja, also wir können nicht international sämtliche öffentlich abrufbaren Inhalte vergüten, das geht nicht. Wir nehmen hier nur Vergütungen für inländische Nutzungen wahr, und da sagen wir, ein österreichischer Medieninhaber, wenn der vorliegt und da eine Open Access Publikation abrufbar ist und nachweisbar ist, dann hat der prinzipiell Anspruch auf eine Vergütung. Ja, unter denselben Voraussetzungen, wie ich es Ihnen schon genannt habe, rechtzeitige Meldung und Nachweis eben der Existenz des Werkes. In diesem Fall wird der Vergütungssatz allerdings halbiert. Wie ist der Umgang mit international publizierten Texten? Werden Sie bei Tantiemenausschüttungen mit beachtet? Mit dem Moment, wo wir den Nachweis haben, dass ein internationales Paper in österreichischen Bibliotheken einsteht, hat der Urheber Anspruch auf eine Tantieme. Kann genauso gemeldet werden, wie wenn es in einem österreichischen Verlag erschienen ist. Das ist ganz unterschiedslos, und die Vergütungshöhe ist gleichermaßen. Mhm. Wie ist das, wenn ein Text nicht veröffentlicht wird? Kann man ihn trotzdem ins Werkregister eintragen? Sie können unveröffentlichte Werke ins Werkeregister zum Beispiel eintragen. Das Werkeregister ist eine Dienstleistung, die die Litteramerikaner erbringt gegenüber Autoren, gegenüber Übersetzern, also jedenfalls gegenüber Werkschaffenden. Sie können diesen Eintrag erwirken, und der dient dazu, dass im Streitfall, also für den Fall eines Plagiatsvorwurfs, der gerichtlich ausgetragen wird, die Litteramechaner als formelles Beweismittel herangezogen werden kann. Wir sagen dann aus, zu dem und dem Zeitpunkt hat dieses unveröffentlichte Werk schon existiert und ist von Ihnen eingetragen worden. Also es ist eine ziemlich gute Beweislage, die dann für Sie spricht, im Fall eines Plagiats. Sie haben erwähnt, dass es verschiedene Unterstützungsangebote gibt, die man in Anspruch nehmen kann. Welche Möglichkeiten gibt es denn neben der finanziellen Unterstützung? Sie sprechen hier unser SKE-Programm an. SKE ist die Kurzform für die sozialen und kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen. Das ist die Langfassung, wie es der Gesetzgeber auch beschreibt. Dabei widmen wir Tantiemeneinnahmen um in solche Leistungen. Einerseits machen wir das aufgrund des Gesetzes. Der Gesetzgeber sagt, 50% der Speichermedienvergütung müssen zugunsten dieser SKE umgewidmet werden. In anderen Bereichen, zum Beispiel in der schon geschilderten Reprographievergütung, widmen wir es auf freiwilliger Basis um. Wenn Sie sich jetzt das Programm anschauen wollen, dann ist dieses eigentlich konzipiert, dass sämtliche unserer bezugsberechtigten Gruppen davon profitieren können. Das beginnt einerseits natürlich bei den, und das ist der Hauptaufgabenbereich, bei der Unterstützung in sozialen Notfällen.
Autorinnen und Autoren, die in eine soziale Notlage kommen, können sich bei uns eine Unterstützung abholen. Aber das geht natürlich auch hin in die Nachwuchsförderung. Und wenn wir an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denken, haben wir ein mittlerweile sehr differenziertes Stipendienprogramm. Hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen oder auch solche, die sehr fortgeschritten sind in der Doktorarbeit, können sich um ein Stipendium bewerben. Die Stipendienhöhe liegt bei 3 bis 6 Mal jeweils 1.500 pro Monat, also ist nicht ganz uninteressant. Zuerkannt wird es auf Antrag. Es gibt 2 Einreichtermine, die Sie auf unserer Webseite abrufen können, und entscheiden darüber tut eine Kommission, die sich zusammensetzt aus Wissenschaftlern, aus Professoren, aus Verlegern und aus sonstigen sachverständigen Autoren, die in diesem Bereich eine Ahnung haben. Ist diese Unterstützung gewissen Dingen gewidmet, zum Beispiel an der Publikation? Nein, also wir haben dieses Programm, in dem wir bis zu 20 Stipendien vergeben pro Jahr, dient einerseits der Forschungsförderung. Allerdings, um da in den Genuss zu kommen, müssen Sie ganz bestimmte Forschungsgebiete behandeln. Das ist im weitesten Sinn im Themenbereich, in dem sich die Literarmechaner bewegt, angesiedelt, also europäisches, internationales, österreichisches Urheberrecht, Verwertungsgesellschaftengesetz, Buchverlagswesen, Buchpreisbindung, Übersetzungswissenschaft. Also wenn Sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen auf einem sehr hohen Niveau, im Rahmen einer Forschungsarbeit, dann zögern Sie es nicht, sich bei uns um ein Stipendium zu bewerben. Da haben Sie sehr gute Chancen. Bei der Doktoratsfertigstellung müssen Sie nachweisen, dass Sie einerseits exzellent sind. Ja, das tun Sie, indem Sie von Ihren Betreuern eine entsprechende Empfehlung bekommen. Und Sie müssen sehr fortgeschritten sein im Doktoratsstudium und dazu einen entsprechenden Plan auch vorlegen, der nachweist, innerhalb von 6 Monaten können Sie schaffen, dass Sie fix fertig sind. Dieses Stipendium dient dazu, dass Sie die Zeit überbrücken, die Sie dann brauchen, die Dissertation wirklich fertigzustellen, bis zum letzten Beistrich und dann eigentlich nur mal in die Veröffentlichung gehen. Mhm. Ja. Und ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, dass Sie auch eine Rechtsberatung anbieten. In welchen Fällen, neben den Plagiaten, zu denen Sie schon was gesagt haben, kann man sich denn an diese wenden? In allen Fällen, in denen es um urheberrechtliche Streitigkeiten geht. Es ist die Rechtsberatung bieten wir an, ist aber nur eine Vorabberatung, ein bisschen ein Abtasten von Problemfeldern und wir versuchen dabei Unterstützung zu bieten, aber in einfachen juristischen Kausen. Oft lassen sich Missverständnisse da sehr leicht und einfach ausmerzen. Es dient aber nicht dazu, eine juristische Vertretung oder eine Prozessführung zu machen. Also das machen wir nicht. Wir vermitteln dann zu einem Anwalt und die Kosten dafür übernehmen wir auch nicht.